Moin Moin und herzlich willkommen zur Live-Ausgabe der Borgi News. Es ist für mich heute ohne Fan versuchen durchzukommen. Heute aber nicht das Problem sein, denn ich bin ja schon geübt jetzt in den letzten zwei Stunden. Wenn ihr das Video auf YouTube seht, das Live-Ausnahme des Morning Talk, habt ihr den irgendwie verpasst, dann habt ihr auch ein Leben lang. Aber kommen wir zu unseren Themen, denn wir haben Video mein Teams und Community. Allgemein heute gibt es ganz, ganz, ganz wichtig eine neue Partnerschaft, und zwar mit Activated. Wir haben dazu gestern auch eine News rausgehauen. Die könnt ihr euch natürlich gerne in der Videobeschreibung angucken oder wenn ihr gerade live dabei seid, in dem Chat. Denn mit Activated haben wir einen neuen Unterstützer für unsere Gaming Boost Performance für unsere Spieler. Alles dazu könnt ihr euch aber gerne in der News nochmal durchlesen, denn hier geht es nicht nur rein um Produkte, sondern auch darum, unsere Spieler in Zukunft in ihrer Performance zu verbessern. Das heißt, ab nächsten Jahr, wenn wir ein neues LoL-Line-Up haben, dürfen die Jungs leiden. Wenn ihr nicht wisst, wie das aussieht, wir haben heute ungefähr 30 Minuten ein super tolles Sportprogramm gemacht, deswegen sitze ich hier auch gerade noch barfuß. Wird auf jeden Fall sehr cool und ich freue mich drauf, mit Klaus und Activated einen sehr schönen neuen Partner zu haben. Und wenn ihr auch davon profitieren wollt, könnt ihr jetzt unter dem Link im Endeffekt mit dem 5% Code AHG5 schon mal ein bisschen sparen. Wird uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wir werden dazu übrigens auch noch eine kleine Miniserie haben. Wenn ihr noch sehr, sehr viele Fragen zu Boostern und Co. habt, kommen in den nächsten Wochen auch noch ein paar Inhalte, weil wir wollen euch das Zeug nicht einfach nur hinstellen, sondern es geht hier wirklich um gute Produkte, die auch mit einer entsprechenden Message dahinter stehen. So, das aus dem Allgemeinbereich, kommen wir in den Teambereich. Wir haben diese Woche wieder A1 gespielt am Mittwoch und wir hatten das erste Match gewonnen, das zweite, okay, ihr seht, wir haben 1-1 gespielt. Das ist aber nicht so schlimm. Wir stehen noch sehr gut, dadurch, dass wir letzte Woche ja 2-0 geholt haben. Da heißt es dann im Endeffekt für die kommende Woche gegen DCAM wieder ein 2-0 rausholen und dann ist alles safe. Wenn ihr mit dabei sein wollt, könnt ihr gerne am 11.11. dazu einschalten, am Mittwoch um 21 Uhr. Kurz als Information, die Spiele laufen alle parallel schon 19 Uhr. Das heißt, wenn ihr 21 Uhr das Match seht, ist das eine Wiederholung. Wir werden aber natürlich vorher nicht irgendwie spoilern oder so, ne? Wir sind ja nett zu euch und lieb, deswegen ganz ruhig bleiben und gemeinsam mit uns im Watch Together schauen. Wenn wir schon bei uns sind, kommen wir zur Community. Es steht leider noch kein Spiel fest, aber wenn ihr Bock habt, wir werden nächste Woche wieder am 12.11. den Abend für euch gestalten. Den Come to Play. Sorry, ich habe mich letzte Woche schon versprochen. Den Come to Play ist der Community-Abend mit euch, ohne Livestream, ohne alles. Hier geht es rein um Zocken. Gestern wurde schon ein bisschen gemeuchelt in Among Us. Wie ich mitbekommen habe, durfte Leon da auch schon ein bisschen leiden. So wie es halt immer ist. Vielleicht bin ich ja auch mit dabei. Ich kann euch aber noch nicht sagen, welches Game. Werden wir euch auf jeden Fall nächste Woche sagen. Und damit sind wir auch schon am Ende der Borgi News angekommen. Ich danke euch fürs Einschalten. Ihr kennt den Trick. Wenn ihr Bock habt, mehr von dem Content zu bekommen, gerne immer ein positives Feedback unter das Video packen mit einem Like. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, und heute bitte ein bisschen vorsichtiger, es ist alles live aufgenommen in einem Schnitt sozusagen, ohne dass hier irgendwas weggecuttet wird oder ich noch einen dritten Anlauf oder vierten oder fünften oder sechsten habe. Bei einem Dislike dann gerne auch mit Feedback unten in die Kommentarspalte rein. Und ja, jetzt bleibt mir nur zu sagen, abonniert uns sehr gerne auf YouTube. Wenn ihr jetzt live dabei seid, gerne auch ein Follow rein tun bei Twitch. Und damit, Leute, sind die Borgi News vorbei. Wir sehen uns nächste Woche um 20 Uhr wieder. Und vielen Dank fürs Reinschalten. Ciao.